Wir sind gerade am Packen. Endlich geht es weiter. Wir verlassen Salta und werden uns ein Auto ausleihen. Das haben wir die letzten Tage schon gebucht und damit erkunden wir dann die Umgebung von Salta. Zum Beispiel, wo fahren wir hin? Wir fahren nach Pumamarca, Tilcara und Pumahuaca. Das sind alles kleinere Dörfer und wir werden euch mal zeigen, was die Umgebung so zu bieten hat hier. Auto ist gemietet, alles hat super geklappt und wir sitzen jetzt auf dem Weg nach Pumamarca. Wir haben sogar ein Upgrade gekriegt. Wir haben einen Volkswagen Up eigentlich bekommen sollen, so eine kleine Minicar. Jetzt haben wir einen Mittelklassewagen und einen Chevy, also Chevrolet. Genau. Und der hat schon mega viele Kratzer, aber die haben wir alle aufgeschrieben. Die Jungs sprachen sogar ein bisschen Englisch. Nur der Vertrag war in Spanisch. Der Vertrag war komplett auf Spanisch. Wir sind Spanischen ungefähr so mächtig, dass wir uns Empanadas bestellen können. Und dann hört es auch schon wieder auf. Aber wir haben es einfach mal unterschrieben. Ja, und jetzt fahren wir hier auf dieser Straße. Die ist mega eng. Ja, das ist eine Mopedstraße hier. Genau, auf der fahren wir jetzt bis nach Pumamarca und dann sehen wir uns da wieder, würde ich sagen. Wir sind schon in einer Polizeikontrolle gewesen. Irgendwie, ja, stimmt. Hier sind, kontrollieren die relativ häufig. Ja, hier sind relativ viele Polizeikontrollen und der hat Führerschein sehen wollen und Autoversicherung und so und Anmeldung und ja, haben wir aber auch gemeistert. Haben wir alles dabei gehabt, vorbildlich wie immer. Das ist gut. Noch eins. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Weil uns Autobahnen zu langweilig und teuer sind, fahren wir querfeldein. Die Straßen sind teilweise so eng, dass wir hoffen, keinen Gegenverkehr zu bekommen. Und die Serpentinen sorgen dafür, dass wir uns mit konstanten 50 Kilometern pro Stunde bewegen. Das fühlt sich an, als würdest du hier direkt durch den Amazonas fahren. Durch unseren kleinen Umweg werden aus 2 Stunden 3,5 Stunden Autofahrt. Und Carola ist zusätzlich auch noch schlecht von den Serpentinen. Gelohnt hat es sich trotzdem. Mittagessen gibt es heute mal auf die Faust. Ja, so ein Roadtrip ist nichts ohne eine vernünftige. Oh. Warte mal. Geht gleich weiter. Ja, ohne eine vernünftige Portion Empanadas. Wir haben hier, ich glaube, sogar selbstgemachte Empanadas, ne? Mit Quinoa und mit Fleisch. Ja. Ja. Wie sehen die aus? Schmecken besser, als sie aussehen. Ja. Da war ordentlich was drin. So, wir sind ja jetzt in Pumamarca angekommen und hier wollen wir uns Felsen angucken. Genau, hier gibt es den Cerro de los Siete Colores. Das ist der Berg mit den 7 Farben und einen kleinen Rundweg einmal drumherum. 3 Kilometer oder so habe ich gelesen. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja. Wir haben nämlich in Neuseeland trainiert. Und das hier ist Pumamarca. Aus wie eine Filmkulisse von so einem Western. Ja. Verschlafener Western. Ja, so geht's ja immer los, ne? Verpennte Stadt und am Ende geht's ab. Heute zählen zu den Einwohnern auch ein Haufen Hippies. Einfach mal mit der Katze spazieren gehen. Miau. Pumamarca ist ein staubiges kleines Dorf am Anfang der Huamaca-Schlucht, für die nächsten 3 Tage unser Zuhause sein wird. Lange bevor die Spanier kamen, war Pumamarca als Rastplatz bei den Indios bekannt. Im 17. Jahrhundert wurde die Stadt offiziell von den Spaniern dann gegründet.
Auf Aymara heißt der Ort Dorf der unberührten Erde. Hier befindet sich der Berg der sieben Farben. Ein ca. 3 Kilometer langer Rundweg führt uns dran vorbei und drumherum. Es ist wirklich beeindruckend, was die Natur so hinbekommt. Die Indios erklären sich die Entstehung durch eine Legende. Pomamaca war einst umgeben von tristen, farblosen Bergen. Die Kinder des Dorfes wollten dies ändern und Farbe ins Leben bringen und machten sich jede Nacht ans Werk, den Berg bunt anzumalen. In der siebten Nacht bemerkten die Eltern, dass die Kinder nicht in ihren Betten lagen und suchten sie voller Angst. Bald kamen die Kinder lachend den Berg heruntergerannt. Ihr Werk war vollbracht. Aus dem monotonen Hügel war der Berg der sieben Farben geworden. Okay, ich muss mich beeilen, die Batterie ist gleich alle, weil wir sind jetzt da, wo wir auch eigentlich sein wollten, und guckt euch mal diesen Ausblick hier an. Aus Tilcara. Hier haben wir für 3 Tage unser Basecamp aufgestellt, denn wir sind in der Quebrada de Humahuaca. Das ist hier eine Schlucht, die Humahuaca-Schlucht. Und hier wollen wir 3 Tage ein bisschen die Berge erkunden, die Ausläufer von den Anden. Gestern waren wir ja schon beim Siebenfarbenhügel und heute fahren wir nach Humahuaca, ein kleines Dorf am Ende von der Quebrada de Humahuaca. Und das Ding liegt auf 3000 Meter Höhe. Das erste Mal, dass wir auf so eine Höhe fahren. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und heute Nachmittag sind wir dann nochmal in Tilcara, das übrigens auch auf 2,5 liegt, und gucken uns hier eine alte Inka-Stätte an. Das kleine Bächlein, das ist im Sommer der Rio Grande, also ist auch jetzt der Rio Grande, jetzt ist eher der Rio Small, weil Wasser ist ja irgendwie nicht gerade drin vorhanden, aber im Sommer wird das dann zum reißenden Fluss. Schon sind wir in Humahuaca. Also, ich suche jetzt erstmal die Tourist Information, denn irgendwie mit den Wegen ist das hier so eine Sache. Die sind alle sehr sandig, nicht geteert, und das würde auch unsere Versicherung nicht übernehmen, falls irgendwas passieren würde. Deswegen schauen wir jetzt mal, ob wir irgendwie einen Tourveranstalter, der uns mit einem Jeep dahin fahren kann, finden können. Genau, also wir wollen nach Hornopal und uns da bunte Felsen angucken. Die Stadt Humahuaca liegt auf 2950 Metern Höhe. Hier wohnen ca. 15.000 Menschen und ein Großteil davon sind Indios. Besonders bekannt ist die Stadt für ihren Karneval, in dem sich christliche und indianische Elemente vermischt haben.
So ein Dorf habe ich nicht unbedingt in Argentinien erwartet. Das fühlt sich eher nach Bolivien hier an. Wobei, ist ja auch nicht mehr weit, ne? Sind nur noch 150 Kilometer nach Bolivien. Ja, ist nicht mehr was weit. Was hier echt ein Katzensprung ist, ne? Genau. Mit dem Land. Also wir können uns ja schon mal so ein bisschen einstimmen. So ähnlich wird es in Bolivien wahrscheinlich auch aussehen. Hier gibt es Ziegenkäse und Lama-Salami. Und regionalen Wein. Die stehen hier extrem auf Street Art. Also überall, wo wir bisher so waren, haben wir in Häusern immer Street Art gefunden. Und die Panflöte darf nie fehlen. Ja, die Panflöte ist immer ein wichtiges Element in Südamerika. Kam gerade so eine Frau an und die fand das irgendwie lustig, dass sie hier in kurzen Hosen rumrennt. Und meinte, es ist Winter, Junge, zieh dir mal was Warmes an. Hier, kurze Hosen. Ja, ich meinte, der sieht aus, als ob es Sommer wäre. Da meinte ich, ziehe, es ist Sommer für uns. Ich finde es jetzt auch nicht übermäßig kalt, muss ich sagen. Wenn du jetzt hier in der Sonne bist, ist das super angenehm. Ja. Wie Sommer in Hamburg halt, ne? Naja, für die ist halt Winter, ne? Das hier, das Riesenmonument hier, ist übrigens für alle Helden, die im Krieg für die Unabhängigkeit hier aus der Gegend gekämpft haben. Also für alle Helden aus der Brada de Humahuaca. Wir sind jetzt auf 3000 Meter Höhe. Man merkt schon, selbst das Treppensteigen, wenn es so kleine Treppen sind, schon sehr anstrengend. Also Luft holen wird schwieriger, kommt schneller außer Atem. Kopfschmerzen haben bisher noch keine, also bis jetzt alles relativ gut. Wir haben hier gerade den Markt gefunden. Also im Vergleich zu so einem asiatischen Markt ist das hier ja fast unspektakulär. Aber ist ganz schön. Wir müssen uns hier noch mal ein bisschen eindecken. Wir gehen ja gleich noch mal wandern. Brauchen noch einen Snack, Bananen und Äpfel. So, jetzt haben wir hier gerade so einen Saftstand gefunden. Der Mann hat hier Möhren, der hat Orangen, irgendwelche Zitrusfrüchte. Und dann hat er noch einen Eimer mit Bananen und keine Ahnung, was das ist. Orangen wahrscheinlich. Ja, und da macht er jetzt ein lecker Säftchen draus. Da gönnen wir uns auch mal ein. Ja, probieren wir mal ein. Also bis jetzt sind wir komplett ohne Dünnpfiff durch Argentinien gekommen. Mal schauen, ob sich das heute ändert. Preislich ziemlich günstig, 1 Euro, also 55 Pesos für so einen Saft. Kann was? Voll lecker. Ja. Möhre und Orange haben wir jetzt. Voll lecker. Frischer geht's nicht. Nee. Achtung. Touristände gibt es hier natürlich auch ohne Ende. Hier kannst du alles Mögliche an Stoffen kaufen. Oder Jacken oder Hosen, was auch immer. Gerne mit Lamas drauf. Und bunt. Ja. Was an diesen Dörfern wirklich geil ist, es ist ein super entspanntes, ein super entspannter Vibe, könnte man sagen. Ne? Ja. Ja.
Also es ist auch, wenn hier überall die Touristenstände sind, so viele sind jetzt gerade nicht da und die Menschen gehen einkaufen, waren auf dem Markt, ich glaub, es liegt auch fröhlich irgendwie. Ja, und ich glaube, es liegt auch zum Teil daran, dass hier kaum Autos fahren. Ja. Ja, und die Leute sind halt irgendwie entspannt. Die Leute wirken recht zufrieden, muss man sagen. Überall wird Musik gespielt, riecht nach Essen hier. Voll gut. Ja. Und ja, die meisten Leute, die man hier sieht, sind tatsächlich Indios. Touristen sind jetzt nicht allzu viele, ne? Nö, das ist eigentlich ganz schön. Wir waren auch gerade bei der... Die Touristeninformation haben wir übrigens nicht gefunden. Aber wir waren in so einem Reisebüro drin. Ich muss ein bisschen schreien, hier ist laut. Hier wird Musik gespielt. Genau, und das Reisebüro hat gemeint, boah, den Weg kannst du auch fahren. Wir können erst morgen wieder mit Natur und das kostet 20 Euro pro Person. Da habe ich gesagt, na, wir gucken mal, ne? Wir gucken uns den Weg nochmal an. Also versuchen wir es erstmal auf eigene Faust irgendwie zu erreichen. So, also wir versuchen es jetzt doch. Wir fahren jetzt zu unserem Aussichtspunkt. Genau, und hoffen, dass uns die Straßen hier nicht zum Verhängnis werden. Genau, wir fahren jetzt zu Hornokal und zeigen euch dann gleich, was das ist, wenn wir es schaffen. Ne? Ja, bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz okay aus. Ist halt jetzt nicht unbedingt geteert, wie der Mann von Europcar uns empfohlen hatte. Aber ich sehe jetzt auch keine größeren Schlaglöcher oder so. Nicht. Das ist ein ganz normaler Sandweg. Ja. Da sind wir schon deutlich Schlimmeres gefahren. Na dann mal los, ne? Jetzt ganz oben angekommen und solche Berge haben wir bisher noch nicht gesehen. Also, was da an Farbe drin steckt, ja, ist schon. Heißt ja auch die Berge der 14 Farben. Heißt das? Ja. Ha. Ja, zu Recht. Ganzen verschiedenen Schichten, die man da sieht. Das sind Gesteinsablagerungen, die haben sich über Millionen von Jahren dort abgesetzt. Und ja, am Ende des Tages sieht es dann halt so aus, wie es jetzt aussieht. Wir wissen nicht genau, wie hoch wir jetzt tatsächlich sind, aber eins steht fest, die Luft wird dünner. Also, ich schätze mal 3,5. Also wenn mein Spanisch ausreicht, sind wir hier nicht auf 3,5, sondern auf 4,3. 4.300 Höhenmeter haben wir gerade. Wir sind zurück von unserem kleinen Ausflug heute. Jetzt sind wir auf 3000 Meter Höhe. Wir sind zurück in Tilcara und ich wollte euch nochmal kurz unsere Unterkunft zeigen. Hier, das ist unser Zimmer. Hallo. Hallo. Ja, wie immer mit dem Bett, immer von Vorteil. Wir haben sogar einen Fernseher diesmal, den wir allerdings auch nie nutzen. Und was echt gut ist, ein Badezimmer mit einem richtigen Fenster. Das heißt, man hat auch mal Tageslicht hier. Und es ist auch ziemlich groß. Also wir sind sehr zufrieden. Es ist ziemlich sauber, es müffelt nicht. Was fällt uns noch ein? Wir haben eine Heizung. Ja. Eine Heizung in Argentinien, wenn man zur Winterzeit da ist, ist gar nicht so verkehrt, denn nachts wird es kalt. Ja, also grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit dem Zimmer. War echt ein Glücksgriff. Ja, und draußen sieht es auch ganz cool aus. Gibt es sogar Liegen. Kannst sie hinlegen und direkt auf die Berge gucken. Ist nicht verkehrt. Achso, und da vorne, in diesem kleinen Bungalow, da gibt es Frühstück. Die haben richtig guten Kaffee. Und der Typ, also der Besitzer, der macht extrem gutes, selbstgemachtes Brot. Wir nutzen die Zeit im Hotel, um erstmal eine kleine Pause zu machen, denn anschließend wollten wir auf jeden Fall noch Tilcara erkunden. Wir hatten das ein oder andere Mal überlegt, ob es wirklich so eine gute Idee war, zur Winterzeit hier nach Südamerika zu kommen. Aber man muss sagen, jetzt, heute ist es 17 Uhr. Wir sind in Argentinien und das ist einfach mal verdammt warm noch. Es ist mega warm. Das fühlt sich an wie ein Hamburger Sommer. Ja, also und um 17 Uhr, na, es ist wirklich, glaube ich, noch 25 Grad oder so. Okay, also morgens ist es wirklich meistens recht kalt. Da brauchst du eine Jacke.
Aber im Laufe des Tages erwärmt es sich so stark, dass dir an nichts fehlt. Also wir können es auf jeden Fall weiterempfehlen. Im Winter ist es ja auch schön. Und es gibt nicht so viele Touristen. Ja, es gibt nicht so viele Touristen und das ist echt ein großer Vorteil. Die Stadt scheint komplett auf den Tourismus ausgerichtet zu sein. Jetzt in der Nebensaison ist aber wenig los und wir schlendern ganz in Ruhe an unzähligen Restaurants und Souvenirläden vorbei. Dieses kleine verschlafene Dörfchen hier ist übrigens Provinzhauptstadt. Provinz wovon? Niemandsland? Ja, sowas in der Richtung. Der Provinz Tilcara tatsächlich. Was uns an Südamerika gefällt, ist, dass man hier ganz entspannt durch die Läden schlendern kann, ohne ständig angequatscht zu werden, ob man irgendwas kaufen will. Egal, wo man in Argentinien ist, ob es jetzt Buenos Aires ist, ob es Salta ist oder ob es, wie heißt das hier doch gleich? Tilcara ist. Überall gibt es ziemlich entspannte Parks. Das ist übrigens der Plaza de, oder der Platz des 25. Mai. Den gibt es in jeder Stadt. Genauso wie generell Plaza de Mayo, ne? Ja, 9. Juli ist auch sonst noch so ein Datum, genau, das man sich merken darf hier. Die gibt es wirklich in überall in jeder Stadt gibt es diesen Platz und einen vom 9. Juli. Ja, da vorne spielt eine Gitarre. Hasta que un buen día se puso a escuchar. Und die stehen hier extrem auf Statuen. Also überall in den Parks stehen immer Statuen rum, das ist ganz wichtig. Die Leute sitzen einfach entspannt in den Cafés, trinken den Wein, trinken Kaffee. Ja, und lassen den Tag einfach mal langsam zu Ende gehen, ne? Ja. Wir haben das Gefühl, dass der Tagesablauf eines Argentiniers sich doch deutlich von dem in Deutschland zum Beispiel unterscheidet. Unserer Meinung nach. Kann sein, dass es komplett anders ist. Es ist folgendermaßen. Der Argentinier verlässt vor 10 Uhr auf gar keinen Fall das Haus. Ja, dann arbeitet er ungefähr 3 Stunden. Genau. Dann ist erstmal Siesta angesagt, um 13 Uhr so circa. Ja, Mittagessen auf jeden Fall nicht vergessen und ein Gläschen Wein. Ja, und ein paar Empanadas. Genau, und dann so ab, sagen wir 16, 17 Uhr, genau, kann man auch mal wieder anfangen zu arbeiten und das geht dann so bis 20 Uhr. Ja, würde ich sagen. Und danach ist wieder, ja. Ab 21 Uhr trifft man sich dann zum Essen oder ist zu Hause. Social Life angesagt, genau. Und das geht dann so bis Mitternacht, würde ich jetzt mal schätzen. Wahrscheinlich ist kompletter Schwachsinn, aber so kommt uns das ja teilweise vor. Ja. Also, ist entspannt. Nicht falsch verstehen, eigentlich ganz cool. Unglaublich, dass dieses Dorf die Provinzhauptstadt ist. Tilcara ist klein und verschlafen. Durch den Staub und den Sand sieht es etwas verloren aus, aber uns gefällt es. Hier läuft das Leben noch langsam ab. Man merkt, dass die Stadt vom Tourismus lebt. Du hast sehr viele Restaurants hier. Hostels gibt es hier ohne Ende. Unterkünfte. Aber alles wirklich gut gemacht. Also richtig nett gemacht. Ja, ist wirklich schön. Also ich glaube, es sind auch noch recht viele Einheimische, die hier wohnen. Sind ja jetzt, haben wir schon gesagt, es ist Winter, sind nicht so viele Touristen hier. Genau. Und sind hauptsächlich Einheimische, die hier ihren Feierabend genießen gerade. Was uns natürlich auch besonders freut, ist, dass es hier an jeder Ecke was zu essen gibt. Also hier gibt es Cafés, Restaurants, Empanada-Bars, Panetterias. Und da hinten steht sogar ein Typ, der verkauft an seinem kleinen Stand Lama-Salami und Ziegenkäse. Voll cool. Wir sind hier echt mal wieder im Himmel. Ja.
Stress kennt man hier nicht, Siesta dagegen schon. Und wie? Wer zwischen 12 Uhr und 17 Uhr etwas kaufen möchte, hat Pech gehabt. Auf jeder vernünftigen argentinischen Speisekarte darf das Lama natürlich nicht fehlen. Nicht nur zum Streicheln schön. Ich glaube, ich habe gerade mein Abendessen gefunden. Na gut, warum nicht? Das isst man hier wohl so. Also ich kann euch sagen, Karos Lama-Eintopf hat nach Schweinegeschnetzel mit Kartoffeln geschmeckt und mein Lama in Biersoße wie Rinderschmorbraten. Ja. Ah, davon hatten wir heute schon ungefähr 2 Stück. Bueno. So sieht unser Weg nach Hause aus. Schön, oder? Total schön. Aber dafür ist die Unterkunft, die wir haben, umso schöner. Am nächsten Morgen geht es schon weiter. Wir müssen das Auto in Salta zurückgeben und dann geht es am selben Tag noch mit dem Bus nach Cafayate. Übersetzt, wo man Sorgen begräbt. Kein Wunder, es ist ein Weinanbaugebiet. Wir sind jetzt übrigens auf dem Rückweg nach Salta. Unser Roadtrip geht zu Ende jetzt und anschließend geht's nach Cafayate. Cafayate? Cafayate, und da trinken wir 2 Tage lang Wein. Ja, und lecker essen gibt's auch noch. Und dann ist damit auch langsamer Schluss. Wir haben uns gestern einen Pack gegeben ab Bolivien. Sind die fetten Tage gezählt. Ja, mal wieder sind die Diätwochen angesetzt. So, ab durch die Wolken. Gleich wird's dunkel. Dauert ca. 4 Stunden und geht entlang der Anden vorbei an Tabakfeldern und der Geisterstadt Alemannia. Stundenlang fahren wir durch die roten Berge, deren Felsformationen Namen haben wie Teufelsrachen oder Papageienheim. Wir sind in Cafayate angekommen. Geilstes Wetter hier. Wir sind einmal quer durch die Anden gerade gefahren. Boah, mega cool war das. Richtig gute Aussicht. Also ich konnte jetzt nicht so viel einfangen, weil wir auf der falschen Seite saßen. Aber vielleicht kriegt man einen leichten Eindruck davon, was wir gerade gesehen haben.
Ja, erster Eindruck hier von Cavayet. Cavayet, ja, super. Mega schönes Wetter, sieht ein bisschen verschlafen aus, aber auch irgendwie total nett. Und wir sind schon an diversen Weingütern vorbeigefahren. Ja, darauf gibt es ja erstmal einen ordentlichen Schluck Rotwein, würde ich sagen. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Hotel. Das ist 1,5 Kilometer vom Bahnhof entfernt. Also müssen wir erstmal wieder laufen, denn wir sind zu geizig für ein Taxi. So ist es. Aber ein bisschen Bewegung schadet uns auch nicht. Relativ einfach. Wir laufen geradeaus und wenn wir an den großen Platz kommen, rechts, und dann sind wir gleich da.